Guten Morgen, willkommen, euer Colin hier. Willkommen auf Tristans Tabletop Talk Kanal. Heute mal ein Video nicht von Tristan, sondern von mir. Ja, er hat mich gebeten, da ich heute auf einem Turnier unterwegs bin und er nicht, dass ich diesmal einen kleinen Vlog mache. Ich bin heute in Speyer, ja, bei den Jungs von Crown of Champions, beim Dreier-Team-Turnier. Ich spiele zusammen mit dem Andreas und also Andreas Hölter und mit dem Tom von Kriegsmotec. Ja. Sind jetzt noch 2 Wochen bis Worlds, einfach noch mal ein paar Spiele mitnehmen. Und ja, wir schauen mal, ob ich noch was mitnehmen kann, sage ich mal jetzt. Das sind dann auch die letzten Spiele auf Platte für mich. Genau, ja. Wir sehen uns gleich in der Location und dann sehen wir auch bestimmt ein paar bekannte Gesichter. Ich würde morgen um ein Voting bitten. Welches war der coolste Gegner, der Gegner mit dem, was weiß ich, Team? Das Team mit dem geilsten Bart vielleicht? Keine Ahnung, was weiß ich, macht dann irgendwas fest? Schottland-Trikot. Wir werden, und das werden wir auch morgen machen, in der Mittagspause, euch bitten, für das Best Painted Army aufzustellen und zweitens für Best Conversion. Wird also 2 Preise geben. Erste Runde, ja, gegen die Jungs von Moshpit. Ich spiele natürlich, wie soll es anders sein, gegen KO, gegen den lieben Erik. Mein Lieblingsmatchup natürlich. Dann haben wir den Andreas, ja, der darf gegen Soulblight ran. Und wir haben einmal den Tom mit seinem Stage to Darkness gegen Kragnos und ein paar Ogre. Schauen wir mal, wie die erste Runde ausgeht. Mein Mitspieler ist gerade eine Rauchen, der Erik. Er hat erst einen Turn genommen, wollte Gottrick töten, hat auch geschafft. Daraufhin habe ich aber jetzt Double, dann Ironclad und einen Großteil der Thunderer und beide Helden getötet. Also er hat auch keine Helden mehr. Ja, er hat jetzt hier halt noch die Fregatte, Gunholer und 6 Endrin Rigger, die noch ein bisschen gefährlich sind. Ich habe aber noch Belter, noch Sylot, Ancient Warsong und Kleinkram. Also ich habe auf jeden Fall noch Zeug. Jetzt ärgerlich, dass Thunderer stehen geblieben sind. Sind auch nur noch 3 Stück. Genau. Und auf den anderen Tischen. Nochmal Soulblight gegen Seraphon und die Ogre gegen Stays. So, wir haben erste Runde alle unsere Spiele gewonnen. 13-7, 13-7 und 15-5. Daher nicht gecapped, also sind wir auch nicht auf Platz 1-2. Spielen jetzt gegen die Jungs von den Würfelgöttern. Ja. Und ja, ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Klo und gleich geht's in die nächste Runde. So, 2. Runde startet, oder ist schon gestartet. Ich darf gegen Boom Blott gehen. Und wir spielen gegen die lieben Freunde von Würfelgöttern. Ja, der Andi, der darf gegen Varengar dran, ja, und Knights. Und hinten spielt noch der Tom. Schön gegen den anderen. Schön Soulblight gegen Slash to Darkness. Ja, und schauen wir mal, wie die Runde ausgeht. Okay, nächste Runde startet. Ja, ist jetzt hier wahrscheinlich die schwierigste Runde gegen die Jungs von Aschaffenburg 2. Ich darf gegen die schönen Shootcast ran. Ich freue mich. Der Andreas mit Seraphon darf gegen Riesen spielen. Und der Robert und der Tom geben sich die Ehre mit Coin gegen Slays to Darkness. Dann schauen wir mal. Ja, zweite Runde haben wir übrigens auch alle 3 Spiele gewonnen. Also relativ solide. Hallo, wir spielen die nächste Runde am Sonntag. Ich darf gegen Lars spielen, also Korn gegen Silvernet. Erik spielt gegen Andi. Andi muss punkten. Und wir haben hier Seraphon gegen Slays. Tom, du musst liefern.
So, vierte Runde ist vorbei. Die beiden und der dritte, okay, der ist jetzt gerade nicht da, haben uns eine schwierige Runde auf jeden Fall, wie sagt man's? Beschert. Beschert, genau. Beschert, wir gehen jetzt gerade was Essen holen. Also wir haben, was haben wir, wie war es jetzt? 15,5, 13,7 und 7,13. Genau. Also wir haben die Runde knapp gewonnen und jetzt geht's dann gleich ins Finale. So, letzte Runde ist vorbei. Der Andi hat gegen den Gordon gespielt, also Sierra von Nighttown, und hat er 17-3 gewonnen. Ich habe hier auf Limited gegen OBA gespielt, habe 14-6 gewonnen. Damit haben wir schon 31 Punkte, haben die Runde schon gewonnen. Haben damit auch alle 5 Runden gewonnen und haben damit das Turnier gewonnen. Ja, hier läuft dann trotzdem noch das letzte Spiel zwischen Tom und Jan. Slaves gegen Soulblood. Und ja, dann sehen wir uns gleich noch zur Siegerehrung wieder. Und der Alex an der TO. Sehr gut. So, machen wir weiter mit Chess Painted. Also wie gesagt, es war echt hart. Es war zum Schluss. Einer von euch beiden. Vier, das kann man ganz offen sagen, es waren bei uns vier Armeen, die in der Auswahl standen. Das war zweimal Seraphon, einmal Silvernet und einmal Karatan Overlords. Hm. Und was soll ich sagen? Gerd, ich schaffe deinen Hit dabei. Der Turnier-Vlog vom Colin. Er hat ihn im Schottland-Dress gestartet. Ich beende ihn. Und erstmal herzlichen Dank, Colin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe für euch da draußen, ihr hattet Spaß mit dem Vlog. Gebt dem Colin doch gerne mal Feedback unter dem Video, wie ihr das Ganze fandet. Und ja, Dreier-Team-Turniere sind immer cool. Speyer ist leider echt weit weg von uns hier. Und am Wochenende konnte ich leider auch nicht, sonst wäre ich da auch gewesen. Wir haben ja im Fünfer-Team-Turnier da noch einen Titel zu verteidigen mit Stündchen AOS. Und ja, der Colin ist ja mit dem guten Andreas und dem Tom angetreten. Und da hat er mich gebeten, noch mal ein kleines Bild einzublenden. Das seht ihr hier. Und jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr es schaut. Und auf bald!